Ja, hi Leute. Heute habe ich mal ein anderes Video für euch vorbereitet. Es geht ja darum, als ich mit den ersten Videos angefangen hatte, war mein Equipment jetzt nicht so gut. Die Kamera war schlecht, sag ich mal, der Ton war schlecht und ja, ich hatte mir dann so ein Gimbal geholt, so ein DJI Osmo Mobile nennt sich das. Das zeige ich euch hier oben mal. Also das ist echt ein super Gerät. Wie gesehen habt, hat Olli das auch von 83 MeToo. Ich musste echt schon lachen, als ich das gesehen hatte, weil wir beide damit aufgetaucht sind. Jetzt hatte ich das mal ausprobiert und hatte mir jetzt auch noch die Sony geholt, die X3000. Und habe die einfach mal verglichen. Lohnt sich, sag ich mal, so ein Gimbal, so ein DJI Osmo Mobile oder reicht so eine normale Actioncam wie die Sony? Was heißt normale Actioncam? Die Sony hat ja einen neuen, nennt sich Boss-Stabilisator drin. Der soll wirklich alle Verwacklungen herausfiltern. Und ja, habe die einfach mal getestet. Ja. Beim Autofahren, bei freiem Licht aufnehmen, beim Laufen, beim Gehen. Ja, und schaut euch das einfach mal an. Vielleicht hilft es den einen oder anderen. Und ich gebe zum Schluss auch noch mal einen kurzen Tipp, ob man wirklich so ein Gimbal braucht oder ob man das irgendwie softwareseitig auch noch verbessern kann, wenn man jetzt verruckelte Aufnahmen hat. Und ich dachte, für den einen oder anderen, der vielleicht so ein Carporn machen möchte oder was anderes, hilft vielleicht dieses Video. Würde mich mal interessieren, wenn ihr mal drunter schreiben würdet, ob ihr schon Erfahrung mit den Kameras gemacht habt und ob ihr auch damit Carporns gedreht habt oder würde mich mal einfach interessieren. Oder? Ja, und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Video und nächste Woche kommt wieder ein anderes, schnelleres Video. Alles klar, bis dahin, ein schönes Wochenende. Macht's gut, wa? Ciao.